Drei Gründe, warum Hunde nach der Paarung zusammenbleiben. Psychologische Ursachen. Nach der Paarung kommt es zu einem Phänomen, das als Hängenbleiben oder Klemmen bekannt ist. Das ist normal und ein natürlicher Teil des Paarungsprozesses bei Hunden. Der Bulbus glandis, eine Schwellkörperstruktur am Penis des Rüden, schwillt nach dem Eindringen an, wodurch der Rüde und die Hündin physiologisch miteinander verbunden werden. Diese Verbindung kann zwischen 5 und 30 Minuten dauern und dient dazu, die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Befruchtung zu erhöhen. Maximierung der Fortpflanzungschancen. Das Hängenbleiben hilft, die Wahrscheinlichkeit der da es den Spermien genügend Zeit gibt, in die Gebärmutter der Hündin zu gelangen. Darüber hinaus kann das Klemmen andere männliche Hunde davon abhalten, sich mit der Hündin zu paaren, während sie fruchtbar ist, was die Chancen des Rüden auf erfolgreiche Fortpflanzung weiter erhöht. Natürliches Verhalten. Es ist ein natürlicher Instinkt für Hunde, nach der Paarung zusammenzubleiben, um den Fortpflanzungsprozess zu schützen. Dieses Verhalten könnte auch darauf zurückzuführen sein, dass wilde Vorfahren der Hunde möglicherweise nach der Paarung zusammengeblieben sind, um den Fortbestand ihrer Gene zu sichern. Es ist wichtig zu beachten, dass obwohl das Hängenbleiben nach der Paarung normal ist, Menschen niemals versuchen sollten, die Hunde gewaltsam zu trennen, da dies sowohl dem Rüden als auch der Hündin ernsthaften Schaden zufügen kann.